Herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video auf dem YouTube-Kanal von zumfachwirt.de, dem ersten und einzigen Anbieter staatlich anerkannter Videofernlehrgänge für Fachwirte. In diesem Video werde ich Ihnen die neuen Prüfungstermine der IHK vorstellen. Viel Spaß! Ja, und da sind wir auch schon auf der offiziellsten IHK-Seite, die es gibt, was Prüfungstermine angeht, denn alle lokalen IHKs müssen sich diesen Termin unterwerfen, weil das eben bundeseinheitliche Prüfungen sind. Ich habe den Juni ausgewählt, weil hier werden jetzt die Prüfungen nachgeschrieben, die am 16. März hätten stattfinden sollen. Und alle, die die wirtschaftsbezogenen Qualifikationen schreiben müssen, zum Beispiel die Wirtschaftsfachwirte eben, die schreiben jetzt am 22.06. von 8.30 Uhr bis 15.30 Uhr. Also das können Sie sich anmarkern. Mit extremst hoher Wahrscheinlichkeit bleibt es dabei. Es ist eher unwahrscheinlich, dass dieser Termin nochmal verschoben werden muss. Also tragen Sie sich ein, der 22.06. an diesem Tag sollten Sie die wirtschaftsbezogene Qualifikation nachschreiben. Gut, dann haben Sie rund einen Monat Zeit, und zwar, Sie sehen es hier, bis zum 22. Juli. Und zwar von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr schreiben Sie den ersten Prüfungstag und am zweiten Tag dann am 23. Juli schreiben Sie den zweiten Prüfungsteil, ebenfalls von 8.30 Uhr bis 12.30 Uhr. Es kann alles passieren, die Krankheit kann dann nochmal neu ausbrechen, es können noch strengere Regeln eingeführt werden. Ich würde jetzt tatsächlich diese Termine erstmal ernst nehmen und mich dementsprechend verhalten. Das heißt, sehen Sie es einfach als Chance, ja, bevor man sich jetzt ewig darüber ärgert, dass man hätte fertig sein können. Sehen Sie es einfach so, Sie können jetzt genau die Themen nochmal durcharbeiten, wo Sie sich vorher schwach gefühlt haben, wo Sie gedacht haben, vielleicht komme ich da nicht durch oder wenn ich durchkomme, dann nur mit einer schlechten Note. Nutzen Sie jetzt die Zeit zum Wiederholen. Wiederholungen sind das Wichtigste für eine gute Prüfung und eben, dass Sie die Schwächen, die Sie noch haben, ausbessern. Wenn ich Ihnen dabei helfen kann, freue ich mich. Sie können mir gerne eine Mail oder eine WhatsApp-Nachricht schreiben. Meine Kontaktdaten finden Sie auf zumfachwirt.de. Und in jedem Fall drücke ich Ihnen ganz fest die Daumen beim Lernen, aber auch natürlich für Ihre persönliche Gesundheit und für die Gesundheit Ihrer Familie. Also, bleiben Sie stark, bleiben Sie gesund und wir sehen uns im nächsten Video.